ersten Folge des Lebemutig Live Podcasts mit Kerem Kakmaji. Mein Name ist Kerem Kakmaji, überraschenderweise. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid, dass du mit dabei bist und live hier beim allerersten Mal mit dabei bist, wenn mein heutiger Gast quasi mit mir gemeinsam hier diesen Podcast entjungfert. Und was erwartet dich im Lebemutig Live Podcast? Wir werden großartige Interviewgäste haben, Woche für Woche, teilweise zweimal pro Woche. Und diese Gäste sind alle Menschen, die in ihrem Leben besonders mutig waren, die mutige Entscheidungen getroffen haben und die aufgrund ihres Mutes besonders erfolgreich geworden sind. Wir werden auch ganz tolle Einzelfolgen zusammen machen zu Themen, die dir dabei helfen, in deinem Leben mutigere Entscheidungen zu treffen und letzten Endes näher an die Ergebnisse zu kommen, die du dir vorstellst, indem du Verhaltensweisen, Denkweisen und Muster in deinem Leben implementierst, die dich mutiger die richtigen Entscheidungen treffen lassen. Und dann möchte ich euch auch gleich meinen heutigen Interviewgast vorstellen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist und dass er mit dabei ist. Wir kennen uns jetzt 2 Jahre und schon als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, war ich wirklich mega beeindruckt und mega begeistert von ihm, weil er eine Power und Energie mitgebracht hat und vor allem eine Entschlossenheit und eine Umsetzungsstärke, wie ich sie selten gesehen habe. Er ist, das sieht man glaube ich auch, er ist nicht gebürtiger Deutscher, sondern ist als Kind nach Deutschland gekommen, hat hier wirklich einige Hürden genommen und hat sich hohe Ziele gesetzt und hat sich als Kickboxer innerhalb von wenigen Jahren in die absolute Weltspitze, ja, kann man sagen, getreten und geschlagen. Definitiv. Ja, getreten und geschlagen, also wirklich mit hartem Training in kürzester Zeit, wie ich das selten gesehen habe, in die absolute Weltspitze, ist amtierender Kickbox-Vize-Weltmeister, ist zweimaliger Kickbox-Vize-Weltmeister. Und auch das ist etwas, worüber wir heute mit ihm sprechen werden. Ein herzliches Willkommen an Adam Niazi. Danke, Kerem. Adam, ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist zum Einstieg. Erzähl uns bitte ganz kurz was über dich. Wo kommst du gebürtig her? Was ist dein Hintergrund und wie bist du nach Deutschland gekommen? Ich komme ursprünglich aus Pakistan. Als ich 11 Jahre alt war, und zwar im Jahr 2002, hat meine Mama bzw. meine Familie eine Entscheidung getroffen. Haben gesagt, hey, wir wollen den Kindern eine bessere Zukunft bieten. Und Pakistan ist nicht das beste Land für Kinder oder für alleinerziehende Mamas und sind dementsprechend dann nach Deutschland gekommen. Ich bin wie 3 Geschwister, bin immer noch der Älteste und ja, wir sind hier nach Deutschland gekommen und haben uns ein neues Leben aufgebaut. Definitiv auch eine sehr mutige Entscheidung damals. Ja, war das einfach, nach Deutschland zu kommen? Nein, also ich muss ehrlich sagen, dazu sagen, ich war immer noch 11 Jahre alt. Ne? Meine Mama hat um sich alles gesorgt, hat das alles organisiert. Aber trotzdem natürlich Fuß zu fassen in einem Land, wo du keinen einzigen Menschen kennst, wo du kein Wort von der Sprache sprichst, ist natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet schon sehr eine schwierige Entscheidung hattest. Und auf jeden Fall von meiner Mama auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung. Was war für dich die größte Herausforderung hier in Deutschland? In Deutschland aufzuwachsen. Ich will damit jetzt keine politische Diskussion starten. Auf jeden Fall jedoch. Du darfst ruhig, wir sind ja der Lebemutig-Podcast. Also von daher. Akzeptiert zu werden, tatsächlich, weil wir sind hier gekommen und meine Mama hat gesagt, hey, ab jetzt bist du, Adam, jetzt bist du ein Deutscher. Und in der Schule bin ich dann hingegangen, in der 4. Klasse, und ich habe gesagt, ich bin ein Deutscher. Und alle haben gesagt, nein, Adam, du bist kein Deutscher. Und das war definitiv, hatte ich auch Identifikationsprobleme in meiner Jugendzeit und das war, würde ich sagen, die größte Herausforderung für mich. Wie bist du in deiner Jugend damit umgegangen? Wie hast du auf solche Situationen reagiert? Das waren sehr viele Trotzreaktionen. Mhm. Ne? Das heißt, man hat gerne die Schuld abgegeben, die Verantwortung abgegeben, beziehungsweise die Schuld zugewiesen. Beispiel, wenn ein Lehrer dir eine schlechte Note gegeben hat, hat man gesagt, das ist ein kleiner Nazi. Sowas, ne? Aber ich muss halt sagen, ne, zum Glück in Deutschland sind wir hier in Frankfurt und es ist ja auch sehr hier Multikulti, deswegen. Meine beste Freunde sind gebürtige Deutsche, von daher, die haben mir auf jeden Fall mir geholfen, Fuß hier in Deutschland zu fassen. Mhm. Ja.
Was war ja deine Motivation, so ehrgeizig zu sein? Ich habe ja gesagt, du hast dich in kurzen Jahren in die Kickbox-Weltelite getreten und geschlagen. Wie bist du zu dem Sport gekommen und was hat dich motiviert, darin wirklich zu den Besten zu gehören und so viel Zeit zu investieren? Also ich glaube, das ist das Mindset, was mir meine Mama gegeben hat. Ich sage die ganze Zeit jetzt Mama, Mama, Mama. War gar nicht, ist gar nicht so geplant. Jedoch, klar, weil wir sind hier gekommen mit dem Ziel. Wir haben gesagt, hey, egal was wir machen hier in Deutschland, wir haben eine zweite Chance. Wir machen das Beste draus. Und tatsächlich war das Mindset schon mit 11 Jahren, war ich, okay, ich lerne schnell Deutsch, ich mache mein Abi, ich mache mein Studium fertig, um mir halt ein Leben mit einer hohen finanziellen Freiheit am besten natürlich zu leben. Und einfach das Mindset war schon gegeben. Und als ich dann mit dem Sport dann anfing, war es auch ganz klar, hey, ich will auf jeden Fall in die Spitze gehen. Vor allem war ich zum Glück in einem Verein gekommen, wo Menschen schon dort waren, wo ich hin wollte. Das waren schon Weltmeister dort, die mich dann auch trainiert haben. Jetzt hast du ich kenne ja deine Story so ein bisschen und weiß auch, dass ja gerade dein Hintergrund und auch die sehr, sehr armen Verhältnisse in deinem Heimatland dich wirklich ja am meisten motiviert haben, auch so erfolgreich zu werden. Jetzt bist du nicht nur erfolgreicher Kickboxer, sondern mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ich weiß, du bist viel in Firmen, trainierst dort Vertriebe, trainierst wirklich ja all die Werkzeuge, die man braucht, gerade im Verkauf und bist da auch Profi geworden in sehr, sehr kurzer Zeit. Jetzt haben wir da auch in dem Bereich sehr, sehr eng zusammengearbeitet, so haben wir uns Definitiv. ja kennengelernt. Was hat dich motiviert, immer wirklich dieses bisschen mehr zu machen als durchschnittlich, immer in diesen außerordentlichen Bereich reinzugehen? Ich wollte immer mehr vom Leben haben. Also es war allein diese Motivation. Es hat sich, als ich 8, 9 Jahre alt war, hat sich ein Bild in meinen Kopf eingebrannt. Ich wurde zur Schule gefahren und wir sind an einer Ampel stehen geblieben. In Pakistan nicht ganz normal, bei einer roten Ampel stehen zu bleiben. Und da war halt, habe ich aus dem Fenster geschaut und da war halt, es waren 2, 3 Kinder, die waren ungefähr in dem gleichen Alter und die sind zum Auto gerannt. Und ich saß da im Auto mit meinem Schuluniform, meinen schönen Schuhen, meine kurze Haare, sah gut aus und sah gut aus. Und auf jeden Fall, die Kinder kommen auf das Auto zugerannt, mit dem Unterschied, sie waren barfuß, hatten zerrissene Kleider, hatten Dreck im Gesicht und haben um 2, 3 Cent gebettelt, damit sie sich was zu essen holen können. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, verdammt, was habe ich richtig gemacht, was haben die falsch gemacht? Und letztendlich haben die nichts falsch gemacht und ich habe nicht was Richtiges gemacht. Das war halt die Situation, die mega ungerecht ist. Und ich habe mir halt gedacht, niemals will ich, dass ich oder die Menschen, die ich liebe, in diese Situation kommen. Und hatte dann von klein auf diesen inneren Drive, immer der Beste zu sein oder immer mehr zu geben, weil einfach diese Existenzängste immer da waren oder da sind. Jetzt bist du Experte für Disziplin geworden. Und ne, wir hatten ja das Thema, das Training und all das erfordert eine enorm hohe Disziplin. Und jetzt kam auch gerade die Frage hier rein vom Michael, wie du mit wechselhafter Disziplin oder Motivation umgehst. Oder um das noch auf den Punkt zu bringen, wie schaffst du es wirklich, dauerhaft dieses hohe Disziplinlevel zu halten in dem, was du tust? Ich bin der Auffassung, entweder hat man Disziplin oder man hat keine Disziplin. Viele Leute verwechseln damit, wenn ich denen frage, wie viel Prozent Disziplin hast du, sagen sie mit 50, 60, 70% und tut mir leid, das ist Bullshit. Entweder du hast Disziplin oder du hast keine Disziplin. Das ist einer der wenigen Sachen im Leben, die wirklich schwarz oder weiß sind. Und wenn du dein Warum kennst, wenn du weißt, warum du das machst, warum du jeden Morgen aufstehst, dann kommt dieser innere Drive automatisch. Ich sage auch immer zu den Leuten, hey, wenn du Motivation brauchst, wenn deine Wünsche, Träume, Ziele nicht groß genug sind, um so dass du genug diszipliniert bist, ganz ehrlich, diese äußerliche Motivation, die du durch verschiedene Seminare bekommst, ist ein Bullshit. So, das wird dir nur kurzfristige Motivationsschübe geben, aber du brauchst eine Aufgabe, ein Ziel und einen Grund, warum du das Ziel erreichen willst. Dann ist die Disziplin auf jeden Fall immer da. Und was ich halt jeden Morgen mache, ich nehme mir eine Minute Zeit und reflektiere darüber, beziehungsweise mach mir Gedanken, okay, Adam, was ist dein Ziel? Was ist dein Lebensziel?
und warum willst du das machen? Ja. Und das gibt mir die Motivation, die Disziplin für den Tag. Mhm. Übrigens, mal danke für die Frage, Michael. sehr guter Input für das Thema. Vielen, vielen Dank. Wo meinst du, dass Mut ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, um auch diese Disziplin durchzuziehen? Inwieweit braucht es Mut, um so diszipliniert zu sein? Jede Menge Mut. Ne? Also man braucht jede Menge Mut, weil letztendlich, wenn du nicht den Mut hast, deine Ziele zu verfolgen, weil letztendlich gehen wir davon aus, dass du ein außerordentliches Ziel hast. Mhm. Und wenn du ein außerordentliches Ziel hast, werden Großteil der Gesellschaft sagen, hey, was ist los mit dir? Ja. Und da brauchst du diesen Mut einfach zu sagen, ich ignoriere den Großteil der Gesellschaft und möchte unbedingt mein Ziel erreichen, und dafür brauchst du eine Disziplin. Also sind für mich zwei Komponenten, die eng miteinander verbunden sind. Mhm. Gerade wenn wir jetzt auf den Kampfsport kommen, also das ist so, ich meine, wer mich so ein bisschen verfolgt, ich bin vor 4 Tagen aus dem Flugzeug gesprungen, 4000 Meter Höhe, und das war das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Aber ich habe auch davor immer noch Angst. Aber mich da in den Ring zu stellen und teilweise... Ja. Ich meine, wir können offen reden, du bist jetzt körperlich kein Riese. Ja. Klar, du hast deine Gewichtsklassen, aber du hast mit Sicherheit Gegner gehabt, die mal einen ganzen Kopf größer als du waren. Also ich würde mir in die Hose machen. Ja, das ist. Wo nimmst du da den Mut her, zu sagen, ich trete gegen diese Leute an? Mhm. Ich muss auch ehrlich sein, immer kurz vor dem Kampf, kurz bevor ich in den Ring steige, denke ich mir jedes Mal, Adam, was zur Hölle machst du hier? Ja. Jedoch, sobald ich im Ring bin, habe ich einen Fokus. Mhm. Und den Fokus ist einfach, okay, ich habe mich vorbereitet, ich habe all Mögliche getan. Ich muss es auch wissen, ey Adam, ich habe wirklich alles gegeben in der Vorbereitung. Und wenn ich weiß, wenn ich das alles umsetze, klar kann es sein, dass er technisch besser ist und so weiter und so fort, jedoch weiß ich, okay, aufgrund meiner Vorbereitung kann mir da jetzt nichts mehr, was Großartiges passieren. Das heißt, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um in kritischen Situationen mutig zu sein, ist für dich die Vorbereitung. Definitiv. Ja. Und natürlich auch einmal mental auch mal sich vorzustellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und wie würde man... Da fällt mir sehr viel ein, wenn ich gegen so einen Jogger... Nee, aber auch vor allem, wie man reagiert. Weil wenn du schon vorher weißt, okay, wenn das und das passiert im schlimmsten Fall, okay, dann kann ich so und so und so reagieren. Mhm. Und das hat mir mein Trainer mitgegeben. Und genau diese Weisheit, nenne ich mal, wende ich auch in anderen Lebensbereichen an. Mhm. Das heißt, immer wenn es so eine Frage ist, denke ich, okay, ich stelle mir schon vorher den größten Hindernis vor, was passieren kann, und stelle mir natürlich auch dann gleichzeitig die Lösung und wie ich es löse. Mhm. Und dementsprechend ist es dann, ich will nicht sagen ein Kinderspiel, jedoch macht die Sache definitiv einfacher. Ja, das heißt, du visualisierst das Ergebnis schon für dich. Du machst dir das Ergebnis im Vorhinein klar und verlässt dich auf deine Vorbereitung. Ja, und was ich zusätzlich mache, was meiner Meinung nach immer vernachlässigt wird, dass man auch mal das Hindernis visualisiert. Mhm. Dass man sich vorstellt, okay, was ist das größte Hindernis? Was kann der größte Rückschlag oder der Niederschlag sein? Ja. Und wie kann ich damit umgehen? Wie werde ich damit umgehen, falls das eintritt? Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was war für dich der größte Rückschlag und größte Niederschlag? Vielleicht nicht nur im Sport, sondern generell für dich in deinem Leben. Und wie bist du damit umgegangen? Oh, eine sehr persönliche Frage. Wir haben ja hier nicht gesagt, dass wir hier Ponyhof machen im Lebemutig-Podcast. Also, muss ich ehrlich sagen, die Trennung von meinem Ex. Mhm. Die Trennung von meinem Ex, weil das war ein Mensch, im Nachhinein betrachtet oder gegen meine Endebeziehung einfach gemerkt habe, dieser Mensch hat für mich gebrannt, dieser Mensch hat für mich Sachen gemacht, die hat bis jetzt noch kein anderer Mensch gemacht. Ne? Mhm. Dieser Mensch hat einfach 100% bedingungslos an mich geglaubt. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich hatte zwischendurch Ideen, ich würde mir 500.000 Kredit aufnehmen, um irgendwelche Geschäfte aufzumachen. Ich war mit der Bank schon in Gesprächen und dieser Mensch hat mir einfach den Rücken freigehalten. Mhm. Und einfach die Trennung komplett 100% meine Schuld, weil ich am Anfang der Beziehung keinen Mut hatte, absolut keinen Mut hatte. Und dementsprechend war die ganze Beziehung auf ein Fundament aufgebaut, was nicht stabil war. Was hast du daraus gelernt? Auf jeden Fall mutig zu sein, beziehungsweise wenn man was will, dass man das auch nach außen kommuniziert, vor allem wirklich scheißegal, was die anderen Leute denken. Wenn du das für richtig hältst, dann mach's. Denk nicht an andere Menschen, denk nicht, was die Gesellschaft von dir denken könnte, weil das war der Grund, warum ich am Anfang nicht
100% mutig war, was das 100%, 0% mutig war. Mhm. Ich habe mich nicht committed, weil ich gedacht habe, okay, wie kommt es rüber? Mhm. Weil wir kommen aus verschiedenen Kulturen, was wird meine Familie denken? Mhm. Ich bin gerade dabei, einen Vertrieb aufzubauen, das war die Zeit. Ich hatte im Vertrieb sehr viele weibliche Personen und da dachte ich, okay, das wird vielleicht ein schlechtes Bild, wenn ich sage, ich bin schon in einer Beziehung, weil dann denken sie, geben sie nicht 100% Gas. Ja. Falsche Glaubenssätze, ne? Sowas, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt im Nachhinein so wirklich scheiß drauf, was andere Leute denken. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Danke, mein Lieber. Was war denn für dich in deinem Leben das Mutigste, was du jemals getan hast? Das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich mein Studium, mein Masterstudium abgebrochen habe und komplett all in die Selbstständigkeit gegangen bin. Mhm. Auch natürlich mit dem Hintergrund, warum wir überhaupt nach Deutschland gekommen sind, damit wir Kinder eine bessere Bildung bekommen. Mhm. Und das dann meiner Mama mitzuteilen, zu sagen, hey, ich breche mein Studium ab. Und sie hat ja ihr gesamtes Leben dafür oder zumindest die letzten 20 Jahre darauf geopfert, dass wir Kinder studieren. Und ich dann einfach mal sage, nee, das ist doch nicht der Weg, den ich gehen will. Erstens das und zweitens natürlich, bei einer Selbstständigkeit all-in zu gehen, starten. Ne? Das war für mich im Nachhinein die zwei Komponenten, wenn man die beiden in Betracht zieht, das Mutigste für mich persönlich in meinem Leben. Wie ist deine Mutter damit umgegangen? Die hat es nicht akzeptiert am Anfang. beziehungsweise ich habe halt gesagt, das ist eine Testphase, nur drei Monate. Ich habe die ersten Monate, hatte ich nicht den Mut, es meiner Mama zu erzählen, zu sagen, ich habe ein Studium abgebrochen. Und erst mit der Zeit habe ich immer wieder ein bisschen paar Infos ihr gegeben und habe gesagt, ich mache das nur bis Ende, die Selbstständigkeit nur bis Ende des Jahres. Es ist nur ein Test, ich will nur es probieren. Und irgendwann hat sie selber gemerkt, hey, okay, er meint es wirklich ernst. Wie bist du damit umgegangen oder was kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern für einen Tipp geben? Wie gehst du gerade mit solchen Situationen um, wenn du in deinem Leben Entscheidungen triffst, die gegen die Vorstellung deiner Eltern sind? Ich glaube, das ist was ja sehr, sehr vielen, die uns zuschauen und zuhören, mit Sicherheit auch so gegangen ist oder vielleicht geht in ihrem Leben, dass sie in Situationen sind, dass sie auf sich verpflichtet fühlen gegenüber ihrer Eltern, dass sie einen starken Druck vielleicht spüren, den Vorstellungen und Wünschen der Eltern gerecht zu werden und nicht den Mut aufbringen konnten bisher, ihr eigenes Leben zu leben und ihre Entscheidung zu treffen. Was würdest du unseren Zuhörern für einen Tipp geben? Wie können sie in solchen Situationen mutiger ihren Weg gehen? Erstens mal bewusst werden, es ist euer Leben. Mhm. Also es ist dein Leben und es ist nicht das Leben von deiner Mama oder von deinem Vater. Und zweitens, das habe ich erst im Nachhinein, weil ich habe dann in der Situation, als sie dagegen war, als sie auch offensichtlich gesagt hat, nein, das finde ich nicht gut, Adam, was du machst, habe ich dagegen geschossen. Mhm. Und habe trotz Reaktion. Und das war im Nachhinein falsch. Was ich dann mit der Zeit dann immer gemacht habe, einfach Verständnis zeigen. Also ich war einfach offen, habe zugehört und habe einfach ihre Meinung akzeptiere, ihre Ansicht, weil sie ist eine andere Generation aufgewachsen, mit anderen Werten, hat eine andere Lebensvorstellung und die muss man auch akzeptieren. Mhm. Das ist das Wichtige, dass man kann zwei verschiedene Ansichten haben. Ne, viele, also ich habe halt so geregelt, nein, mein Weg ist der richtige. Ja. Alles, was du für mich willst, ist nicht gut. Jedoch, sie hat oder wünscht sich immer noch nur das Beste für mich. Mhm. Dass man einfach Verständnis zeigt, dass man keine Trotzreaktion zeigt, dass man nicht das sagt, okay, ich breche Kontakt ab oder was weiß ich, oder es im Streit geht, sondern einfach mal offen darüber spricht, Verständnis zeigt und aber trotzdem seinen Standpunkt klar macht und vor allem, wichtig, die Gründe nennt. Mhm. Und am besten so ein Gespräch führen, wo die Gefühle nicht angespannt sind. Mhm. Weil wenn es angespannt ist, dann wirkt jeder Satz als ein Angriff oder die Begründung als eine Rechtfertigung. Einfach, wo es entspannt ist gerade, kurz für kurzen Moment, dann die Initiative ergreifen, das Gespräch suchen und einfach wirklich erzählen, warum das man macht und gleichzeitig das Verständnis für die Meinung deiner Eltern zu zeigen. Das heißt, zum einen sich wirklich zu öffnen und wirklich den eigenen Antrieb dahinter klar zu machen, worum man wirklich mit Herzblut diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Aber auch sich mit dem anderen zu identifizieren und auch nur nachzuvollziehen, wieso jemand so reagieren kann und warum jemand vielleicht so versessen darauf ist, dass du den Weg gehst, den du bisher gegangen bist. Ein sehr, sehr wertvoller Input, glaube ich, für jeden, der zuschaut. Es kommen ganz, ganz viele Fragen hier rein, das finde ich super. Wir werden dir auch alle aufgreifen. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt an Adam, einfach rein damit
in die Kommentare hier bei Facebook und ich schaue, dass wir in der Zeit, die wir haben, die Fragen auch aufgreifen werden. Lass uns nochmal zurück zu deinem Sport gehen und dann nehme ich auch die Frage, die hier gekommen ist, ob dich in deinem Kampf schon mal der Mut verlassen hat oder ob du da so im Tunnel bist, dass du darüber überhaupt nicht nachdenkst. Im Kampf bin ich komplett im Tunnel. Da ist der komplette Fokus darauf. Und ich habe das Glück, dass ich einen tollen Trainer habe, den ich auch als Mentor sehe, sogar als Vaterfigur sehe. Ja. Und ich weiß, er ist in meiner Ecke. Er schreit, falls es nicht so gerade gut läuft, ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen, indem er mir irgendwelche Strategien reinwirft, beziehungsweise reinschreit, die ich dann umsetzen soll. Ja. Also in dem Moment, nein, da ist Fokus, 100%, 100% Fokus und da denke ich gar nicht an Mut und solche Sachen. Da rufe ich nur ab. Ja, da geht es wieder um Thema Vorbereitung. Vorbereitung, ganz wichtig. Wie alt bist du jetzt? 26. Du bist 26. In wie vielen Jahren hast du dich in die Weltspitze gekämpft im Kickboxen? 6 Jahre, 7 Jahre. In nur sechs Jahren? Also ich muss dazu sagen, ich habe einen anderen Sportart vorher gemacht, also eine andere Kampfsportart, die ich immer noch betreibe, aber nur Mikado zählt nicht. Nee, kein Mikado, Taekwondo, um genau zu sein. Jedoch Kickboxen an sich 5 bis 6, 7 Jahre. So im Sinne, Jetzt, es gibt ja diese berühmte Formel, du brauchst 10.000 Stunden, um in einer Fertigkeit Profi-Level zu erreichen. Ja. Also wirklich Profi-Level, um dann nochmal in die Weltspitze zu kommen, wahrscheinlich nochmal die ein oder anderen 10.000 Stunden mehr. Ja, ja. Was war dein Antrieb, das in so kurzer Zeit umzusetzen und dieses Training so hart anzugehen? Also es war jetzt nicht unbedingt das Ziel, muss auch sagen, dass ich sage, hey, bis 2014 oder 2015 will ich da das machen, sondern das Ziel war ein großes Ziel, jedoch habe ich auch vom Turnier zu Turnier gekämpft. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, diese Formel stimmt, jedoch diese Formel kann verkürzt werden, wenn du einen Mentor oder einen Coach hast an deiner Seite. Mhm. Und ich hatte einfach einen Coach 24/7, der all diese Fehler schon gemacht hat, der genau wusste, der schon diesen Weg selber schon gegangen ist und mir dementsprechend gute Tipps beziehungsweise mir ein großartiges Coaching gegeben hat. Das ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Input für alle, die uns zuhören. Wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, habt den Mut, euch helfen zu lassen. Definitiv. Du musst das nicht alles alleine schaffen. Es gibt Menschen, die sind schon da, wo du hin willst. Es gibt Menschen, die sind auf dem gleichen Weg wie du, aber vielleicht schon 2, 3 Schritte weiter. Und geh auf die Menschen zu, such dir Mentoren, such dir Coaches und lass dir helfen. Das ist, jetzt weiß ich, dass viele draußen sehen, ja, wie komme ich an so einen Coach oder Mentor ran? Was ist da so für dich der Schluss gewesen? Wie finde ich den richtigen Coach, den richtigen Mentor? Im Kampfsport, ich wurde da von meinem besten Freund, der Vater war der Trainer, dementsprechend hatte ich da Glück. Jedoch würde ich halt sagen, wirklich in anderen Lebensbereichen, jetzt wie ich gesucht habe, wir können ja auch offen reden, ne? Kerem ist für mich auch ein Mentor. Und wie habe ich ihn kennengelernt? Was habe ich gemacht? Ich habe ihn angeschrieben auf Facebook. Ich habe gesehen, okay, er ist in dem Bereich tätig, wo ich gerade tätig sein möchte oder hat diesen Erfolgslevel, wo ich hingehen möchte. Und habe ihn einfach angeschrieben. Habe gesagt, hey, lass uns treffen. Ja. Und haben uns halt dadurch halt kennengelernt. Also wirklich, such dir in dem Lebensbereich oder in dem Businessbereich, wo du erfolgreich sein möchtest, such dir einen Mentor, recherchiere. Heutzutage auf sozialen Netzwerken dauert es 2 Minuten, um zu sehen, okay, wer in diesem Bereich erfolgreich ist und dann anschreiben, anrufen, fragen, was kann man für einen Mentor tun. Vielen Dank für das Commitment. Der letzte Satz ist für mich der Video, was kann ich für den Mentor tun? Ne? Ja. Was kann ich denn für dich tun? Das heißt, geh doch mal hin und bevor du was haben willst, biete doch mal was an, gib doch erstmal was, bevor du überhaupt was zurückhaben willst. Und dann wirst du sehen, es kommt vermutlich von ganz alleine ganz, ganz viel zurück. Und ich weiß, dass Adam sehr, sehr viel Input gegeben hat auch und sehr, sehr viel mich unterstützt hat. Und es mir auch sehr, sehr leicht gefallen ist, natürlich auch ihn an die Hand zu nehmen und dir dabei zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Lass uns noch eine Frage hier aufgreifen von der Michelle. Oh, Michelle, großartig, dass du zuschaust. Übrigens unser Interviewgast am Montag, die Michelle. Was würdest du Teenagern sagen, um ihnen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen? Eine sehr gute Frage. Ich begleite zurzeit, beziehungsweise betreue auch tatsächlich eine Gruppe von Teenagers, von Jugendlichen, sehr intensiv im Bereich Kampfsport. Und ihnen den Mut zu machen, ist einfach, denen das Selbstvertrauen zu geben, ihnen auch ein
zu sagen, hey, wir sprechen ja auf Augenhöhe, mhm, und zu fragen, hey, was ist dein Ziel? Mhm. Die Frage, die ich als Teenager bekommen habe, beziehungsweise die Aussage, die ich bekommen habe, die mir sehr geholfen hat, die ich auch jedem Teenager sozusagen dann auch weitergebe und zu sagen, ja, sind zwei Sätze, obwohl die sehr ähnlich klingen. Erstmal, du bist verantwortlich für dein Leben. Doch der Satz, der für mich was sehr viel bewirkt hat, du bist nicht verantwortlich für das Leben der anderen Menschen. Mhm. Klar, wenn man Kinder hat, ist eine andere Geschichte, aber ich rede jetzt davon, wenn man keine Kinder hat. Mhm. Und der Satz hat für mich sehr viele Sachen geändert, und das sage ich auch meinen Jugendlichen, die ich betreue, und die sind auch sagen auch im Feedback-Gesprächen, das sind die zwei Sätze, die denen das ihnen sehr helfen. Deutsch, schwere Sprache. Ja, ich meine, das, du hast ja eine Ausrede. Genauso wie ich. Ja. Ich sage auch mal, ich bin Türke. Ich darf mich versprechen. Nochmal zum Thema Mut. Du hast gesagt, was für dich die mutigste Entscheidung in deinem Leben war. Was war der Moment in deinem Leben, und das ist wahrscheinlich die persönlichste Frage des ganzen Podcasts, wo du am wenigsten Mut gezeigt hast? Das habe ich tatsächlich schon kurz erwähnt. Kurz erwähnt. Ja, die Situation mit deiner Ex-Freundin. Die Freundin, ja. Genau. Ne? Das heißt, am Anfang der Situation, Anfang unserer Beziehung, habe ich kein Commitment gegeben. Mhm. Und ich wollte auch kein Commitment nach außen zeigen. Mhm. Und das war sehr feige. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ich gedacht habe, was würden andere Menschen von uns denken, wenn wir zusammenkommen. Mhm. Und das war die Entscheidung, die sehr feig war. Und die ich bis jetzt eigentlich bereue, ja. Mhm. Vielen Dank für die Offenheit. Ja. Was würdest du gerade in die Situation gehen, wenn du zurückgehen könntest, was würdest du anders machen? Boah, alles. alles ist mir zu einfach. Ja, definitiv Commitment zeigen. Mhm. Das heißt, mit ihr offen dazu stehen, zu meiner Beziehung mit ihr zu stehen, auch es in der Öffentlichkeit zeigen, weil ich habe es einfach geheim gehalten. Mhm. Oder ich wollte es geheim halten. Mhm. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, Adam, ich will das nicht geheim, dass es geheim ist und ein Geheimnis bleibt. Ja. Und irgendwann muss ich damit in der Öffentlichkeit gehen, aber das war viel zu spät. Also hätte ich viel früher machen, direkt am Anfang. Das heißt wirklich, ich hätte einfach mein Commitment gezeigt. Also nicht nur gegen ihr gegenüber, aber auch der Öffentlichkeit sozusagen. Ja. Das heißt, eine Säule des Erfolgs, Commitment. Und damit greife ich mal die Frage hier auf von Samir, der gefragt hat, welche sind die wichtigsten Säulen für dich des Erfolgs, Adam? Die wichtigsten Säulen des Erfolgs für mich? Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man sich für sich das Wort Erfolg definiert. Ne? Für mich ist es, ich habe bestimmte Ziele im Lebensbereiche, die sind sowohl businesstechnisch, jedoch auch persönliche, beziehungstechnische Ziele. Mhm. Beispielsweise, ich möchte eine Familie gründen. Und immer, auch wenn ich weiß, ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel, nicht unbedingt allein die Erreichung des Ziels, allein wenn ich weiß, ich bin gerade auf dem Weg, ich tue was für dieses Ziel, der ganze gesamte Prozess, das ist für mich schon Erfolg. Mhm. Vielen Dank. Abschließend, lass uns noch einmal auf das Thema Kickboxen kommen. Jetzt bist du ja Kickbox-Vize-Weltmeister geworden. Ja. Und bist 2 Jahre später nochmal angetreten. Ich weiß, wie hart du trainiert hast. Ja. Und bist ein zweites Mal Kickbox-Vize-Weltmeister geworden. Und ne, wer so ein bisschen im Thema Kampfsport drin ist, weiß, dass man oftmals, ne, wenn der Gegner noch zuckt und nicht am Boden liegt und K.O. ist, so ein bisschen auf die Kampfrichter angewiesen ist. Und jetzt war das gerade in deinem letzten Titelkampf eine sehr, sehr umstrittene Entscheidung. Ja. Und ich weiß, dass du sehr, sehr stark damit gehadert hast, dass du dich danach wochenlang eingeschlossen hast, um erstmal diese Ungerechtigkeit für dich zu verdauen. Vielleicht nimm uns ganz kurz mit in die Situation und sag uns dann, ja, was das mit dir gemacht hast und wie du für dich damit umgegangen bist und was du für dich daraus gelernt hast. Also mein letzter Titelkampf war übrigens auch mein letzter Kampf bis jetzt überhaupt, war im August 2017 in Irland, ging um den Weltmeistertitel, und ich bin gegen jemanden angetreten, sogar der Gegner hat im Nachhinein, nach dem Kampf gesagt, hey Adam, das war eine politische Entscheidung, du hast den Kampf gewonnen. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich einfach gespürt, ich habe alles gegeben, ich würde wirklich alles, aber das auf einfach zwischen mir und mein Ziel einfach eine Decke, einfach ein Hindernis, was ich nicht überqueren kann.
Und dieses Gefühl der Ohnmacht, dieser Machtlosigkeit, dass ich das nicht selber erreichen kann, war für mich eine Katastrophe. Mhm. Wie du gesagt hast, ich habe mich von der kompletten Welt abgeschlossen, weil ich einfach das Vertrauen in der Menschheit verloren hatte, kurz. Weil ich einfach nicht gedacht habe, okay. Weil ich einfach ein Mensch bin, der denkt, wenn ich ein Ziel habe, dann habe ich selber alles in der Hand. Ich habe die Verantwortung über mich. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich nicht die komplette Kontrolle hatte. Dass es da wirklich da ein externer Einfluss ist, was vor mich hindert, mein Ziel zu erreichen. Und jetzt im Nachhinein einfach habe ich einfach das reflektiert und habe mir halt gefragt, warum wollte ich diesen Titel? War es der Titel, um zu sagen, ich bin Weltmeister, um mich dann tatsächlich vor anderen Leuten aufzubrüsten, mein Ego hochzupushen? Und tatsächlich war das zum Teil der Grund. Und jetzt habe ich mich mit der Sache einfach abgeschlossen, weil ich weiß, ich war in dem Moment der Beste. Ich bin eigentlich inoffizieller Weltmeister. Weil wenn der Gegner das sagt, du hast eigentlich gewonnen. Und damit hatte ich ja eigentlich, das war mein Ziel. Und das habe ich ja dann dementsprechend auch erreicht. Das heißt, es geht dir nicht mehr darum, dass die anderen dich so sehen, sondern es ist dir das Gefühl für dich. Genau. Das ist wichtig. Genau. Das heißt, du bist weg von der Anerkennung von außen und hin dafür, dass du selbst für dich diesen Erfolg anerkannt hast. Definitiv. Ich glaube, das ist ein mega wichtiges Learning. Ja. Auch für jeden derjenigen, der uns zuhört und zuschaut jetzt gerade. Ich möchte abschließend noch eine Frage aufgreifen, und zwar vom Michael, weil Michael ist ein Mentalcoach, okay. Und er möchte gerne wissen, inwieweit das Thema Mentaltraining für dich gerade beim Sport wichtig ist und die mentale Fitness für dich wichtig ist. Mit das Wichtigste. Mhm. Also sowohl im Kampfsport als auch im beruflichen, als auch in allen Lebensbereichen ist für mich das mentale Training das wichtigste Training, weil wenn du einfach die richtige Einstellung hast, den richtigen Mindset, dann kannst du darauf agieren. Das ist für mich das Fundament aller Aktionen. Also das Wichtigste, also kurz und knapp gesagt. Hast du mit einem Mentaltrainer gearbeitet? Nein, tatsächlich nicht, weil ich durch meine Mentoren, auch im Kampfsport, als auch im Beruf, als auch businesstechnisch, hatte ich dementsprechend schon Mentaltraining mit. Also hast du das Mentaltraining von verschiedenen Coaches, aber kein spezieller Mentalcoach. Genau. Aber letztendlich bist du der Meinung, dass mentales Training extrem wichtig ist. Genau. Und jeder, der eine hohe Disziplin aufbringen will, ne, es fängt alles zwischen den beiden Ohren an. Definitiv. Und das Mentale ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, das war die Frage von Michael. Und damit möchte ich unser Interview beschließen und zur letzten und alles entscheidende Frage kommen, okay, die ich jeder meiner Interviewgäste stellen werde. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlose Mut, was würdest du tun? Was würde ich tun? Tatsächlich habe ich mir die Frage vor 4 Tagen oder vor einer Woche gestellt und Fallschirmspringen wäre eine der Sachen tatsächlich, weil als ich das gesehen habe, dachte ich, Respekt, Herr. Ich sehe mich als einen mutigen Menschen, als Mensch, der sagt, ich kann meine Grenzen nach außen verschieben, aber vor Fallschirmspringen, oh mein Gott, aus 4000 Meter Höhe. Ja. Das ist für mich noch... Und warum hast du so eine Angst davor? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber du springst auf die Erde zu. Du springst auf die Erde zu. Ich weiß, du hast ja gesagt, bei dir war es ja dieser Kontrollverlust. Ja. Das ist, würde ich nicht sagen, bei mir. Ja, einfach, ich glaube, ich hätte Angst, dass ich sterben könnte. Ich habe zu viele noch Aufgaben, die ich auf dieser Erde noch erledigen möchte. Und ich weiß, es ist sicher und so weiter und so fort, aber ich muss diese Aufgaben vorher erledigen, bevor ich diese Erde verlasse. Du hast gesagt, du weißt es sicher. Das hat mein Tandemmaster zu mir gesagt. Der Weg zum Sprungplatz, zum Flugplatz war gefährlicher im Auto. Wir hätten wirklich fast, also in 15, nee, nicht 15 Jahren, doch fast 15 Jahren Autofahren, 16 Jahren Autofahren, war es bei mir noch nie so knapp wie auf dem Hinweg zum Beispiel auf der Autobahn eine Vollbremsung. Und es hätte wirklich fast, wäre es schief gegangen. Also der Weg dahin ist gefährlicher als der Sprung letzten Endes draus, aber glaub mir, ist der Arsch dermaßen auf Grundeis gegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da kann ich diese Angst sehr, sehr gut nachvollziehen.
Aber du hast ja gesagt, du weißt, dass es sicher ist und letzten Endes ist es ja auch mit einem limitierenden Glaubenssatz behaftet. Und ich möchte dir gerne ein Commitment ablegen hier in unserem Podcast, weil du weißt, der Weg, seine Ängste zu besiegen, ist durch die Angst hindurchzugehen und nicht vor der Angst wegzulaufen. Ich bin selber dreimal gerade vor dem Thema Fallschirmspringen weggelaufen, habe zwei Jochen Schweizer Gutscheine verfallen lassen und es hat mir so viel Mehrwert für mein Leben gegeben, weil das ist ein schönes Zitat von Will Smith, die schönsten Dinge in deinem Leben liegen auf der anderen Seite deiner größten Angst. Von daher möchte ich dich einladen, hier ein Commitment abzugeben. Deine Das ist unfair, größte. das ist sogar leicht. Ich weiß, darum ist es der Lebe-Mutig-Podcast, ne? Nämlich deine größte Angst zu überwinden und mutig zu sein. Kriege ich dieses Commitment von dir hier? Ja, Ja? da ich der erste Gast bin in dem Ja. Podcast, Und wir hatten das Thema, Commitment ist extrem wichtig. Du weißt, jedes Commitment muss auch mit einem Ziel verbunden sein, das heißt einer konkreten Zeit verbunden sein. Jetzt kann ich dir genau sagen, wo der Flugplatz ist. Es ist eine halbe Stunde von hier. Ja, ich weiß tatsächlich, habe ich sogar meinem Freund das geschenkt und bin Ja. mit ihm dahin gefahren und habe zugeschaut, wie er Okay. runterspringt. Aber selber hatte ich nicht dann den Mut. Bis wann wirst du es umsetzen? Ich komme auch mit hin. August. Bis 15. August, das ist ganz schön lange hin. Du weißt doch nicht vor der Angst weglaufen, sondern Aber es ist immer hindurchgehen. noch ein Commitment. Ja. 15. Ich wäre August. für die nächsten 14 Tage, mein Lieber. Die nächsten 14 Auf jeden Tage, Fall. na, Ich fahre mit dir hin. 30. April. 30 ist es, wir sind ja die nächsten 14 Warum Tage. 30. Ja. April? Ja. 30. Das ist der Tag, an dem wir nach Deutschland gekommen sind. Das ist doch mal ein 2032. sehr, sehr geiles Commitment damit. Hand drauf, das Ja. Commitment. Ja. Die größte Angst überwinden, Fallschirmspringen bis zum 30. April 2018. Mein lieber Adam, ich freue mich sehr, dass du Gast warst in der ersten Folge, quasi den Lebemutig-Podcast entjungfert hast. Ich habe es gerade gesagt. Und wer mehr von dir zu deinem Thema Disziplin hören möchte und wie man wirklich auch diese Elemente der Disziplin in seinem Leben implementieren kann, den lade ich ein zum Live-Event Lebe mutig und gewinne, die Kunst, deine Grenzen zu sprechen, weil du wirst Gastspeaker sein beim Event in Frankfurt am 16. Juni. Könnt ihr Adam live erleben und er wird über das Thema Disziplin sprechen und wie du eben in deinem Leben disziplinierter werden kannst und auch in den Bereichen, in denen du dir bessere Ergebnisse wünschst, mit der richtigen Disziplin eben genau das erreichen wirst. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Und wenn ihr jetzt zuschaut und dabei sein wollt beim Lebe mutig und gewinne Event am 16. Juli, geht jetzt auf die Seite lebemutig.jetzt, sichert euch euer Ticket. Ihr habt noch Chancen auf den Frühbucherpreis bis zum 30. April. Ja? Das heißt, bis Adam aus dem Flugzeug springt, aus 4000 Metern Höhe, habt ihr noch Chancen, die Tickets zum Frühbucherpreis zu kriegen. Und mit dem Code Kickboxer, das ist Adams Code, bekommt ihr 25%. Das heißt, alle, die uns heute zugucken, kriegen mit dem Code Kickboxer 25% auf die Tickets, um Adam am 16.06. live zu sehen. Aber auch für die anderen Events in ganz Deutschland. Wir werden sein in Hamburg, in Berlin, in Köln, in Stuttgart und in München. Da wird am 22.07. das große Finale stattfinden, der Lebe mutig und Gewinnetour. Ja, vielen, vielen Dank für das Zuhören. Der nächste Lebemutig Live-Podcast wird stattfinden am Montag. Und am Montag zu Gast wird sein die großartige Michelle Marie Görling. Sie ist Radiomoderatorin.